So Leute, moin. Es ist jetzt 8.20 Uhr. Wir fahren heute mit einer kleinen Truppe, ich glaube wir sind am Ende irgendwie vier Mann oder so, nach HB Bielefeld und HD Bielefeld. Kläre ich gleich eine Runde auf. Das wird glaube ich eine coole Nummer. Da ist heute so eine Art Treffen bei ja, beiden Läden und da nehmen wir beides mit und denke ich, das wird ein ziemlich, ziemlich geiler Tag. Viel Spaß mit dem Video. Ja, wir treffen da jetzt gleich Dave mit seiner Intruder und Alex hat auch eine Harley Davidson. Da werden wir gleich uns an der Tanke treffen, kurz noch ein Käffchen ziehen und dann geht es los in Richtung Bielefeld. Scheint, dass ich der Erste bin. Ja, los. Sache doch. Leute, wie krass ist das denn? 1000 Abonnenten, Mann. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist so cool. Mein Ziel war irgendwie nach einem Jahr die 1000 zu knacken. Dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Und jetzt, ich glaube, mein erstes Video kam irgendwann Mitte, Ende August raus. Wir sind noch im Juli, also Ziel fast just in time, sogar ein bisschen eher noch erreicht. Von daher danke an jeden Einzelnen, der hier meine Videos kurz kommentiert, liked. So geil. Echt wartlos. Dankeschön. Was ich da jetzt schon an Leute kennengelernt habe, also die Leute aus Hamburg, also Fischi und Tina, dann die ganze Rheinland-Shopper-Truppe. Wahnsinn. So viele coole Leute habe ich kennengelernt. Einfach nur durch Hobby, durch das Gefilme hier. Viele Grüße an dieser Stelle auch an Michael und seine Familie Babette, seine Tochter, die aus Wiesbaden kommen, Hotel Toskana, also echt Wahnsinn, so cool. Und natürlich auch die Gruppe, die man sich hier so aufgebaut hat mittlerweile, die Shopper-Leute hier in Ostwestfalen, geil. Sehr auf HD Bielefeld, also Harley Davidson Bielefeld, da brauche ich euch gar nicht dazu zu sagen. Gestern war ich schon mal da, haben wir uns kurz ein bisschen ausgetauscht. Das war ziemlich cool. Danke auch dafür. Danke für die Pokerchips, sehr coole Aktion. Ich war gestern mit meiner Tochter da, die durfte sich noch einen aussuchen. Das war sehr, sehr lieb. Aber wir fahren als erstes zu HB Bielefeld. HB Bielefeld. Das ist jetzt nicht nur rein Harley, also die bauen Custom Bikes, aber auch US-Cars. Ne? Und da werden wir uns gleich mal ein paar Dinge anschauen. Ziemlich, ziemlich geile Truppe. Die waren gestern schon sehr, sehr freundlich zu mir. Die Kommunikation hat von Anfang gestimmt. Ich hätte das gesehen bei Instagram. Also wie gesagt, wer HB Bielefeld noch nicht abonniert hat,
blende das mal einfach ganz kurz hier ein. Folgt den Jungs und Mädels da auf jeden Fall. Ich denke, da wird noch einiges Krankes kommen da auf der Seite. Denn die haben auf jeden Fall richtig Plan, eine Ahnung. Aber wie gesagt, wir werden da heute noch ein bisschen mal das Ganze vorbeschnuppern und schauen, was sie heute uns präsentieren werden. Eigentlich müssten wir gleich da sein, denke ich mal. Ich weiß nicht, noch vielleicht 15 Minuten oder so. Wie lange ist noch? Hä? Wie lange noch? 10? Alter, die ist auch am Ballern hier. Viele Grüße auch an AK-47 Martin, Junge. Die hier ist auch gut am Ballern. So, da sind wir schon. Da sind wir, da stehen schon die Schmuckstücke, ey. So, wir sind tatsächlich jetzt schon da. Also richtig entspannt, wie erwartet. Geiler Laden halt, ne? Boah, hier geht's ab, da hinten schon so ein schwarzer Lambo. Alter Schwede, hier ist was los. Ich freue mich, wir trinken jetzt erstmal ein Bierchen und ja, genießen den Tag. Ja, danke auf jeden Fall für die Gastfreundschaft. So, wir müssen jetzt einmal hinten rumfahren. Linkweg City. Denn vorne ist eine Baustelle. Aber da kommt ja schon der wunderschöne HD Store in Bielefeld. Alter, hier ist richtig was los.
war es wieder für uns jetzt hier. Und wir treten jetzt die Heimreise an, trinken noch ein Bierchen mit den Jungs. Und dann war's das. Tschüssi.